Was geht ab, meine Z-Fighter aus der hier? Und in Dokkan ist gerade ein bisschen wenig los. Deshalb gibt's Gameplay. Let's go. Und zwar haben wir hier ein weiteres No-Items-Challenge-Video. Diesmal mit einem Hybrid-Saint-Team. Und diesmal sind wir aber im Boss Rush 6. Das ist das Neueste, das hinzukam. Warum finde ich das gerade so cool, sage ich mal? Nun, vielleicht könnte das ein bisschen interessanter verlaufen als Boss Rush 5, weil da kamen wir ohne Probleme durch mit den meisten Teams. Aber, weil wir hier gegen Hildegard kämpfen, wenn der links und rechts dort schon wir kein Leben mehr haben, dann ist GG. Also ich würde mal sagen, wir haben hier eine kleine Hürde dazu bekommen mit Hildegard, wenn ich das so sagen darf. Aber außerhalb davon, genau, sind wir wie gesagt im Boss Rush 6 im neuen Item Challenge, Freunde. Diejenigen, die mitmachen wollen, macht auf jeden Fall mit. Gebt dann eure Bestzeiten durch als Screenshot auf meinen Social Media Kanälen, Twitter, Discord, Instagram, egal wo. Die ganzen Links in der Beschreibung. Und. Genau. Sorry. Alter, Goran hier, 3,5 Millionen Crit. Und warum strahle ich denn so wieder? Auf jeden Fall ist das Licht wieder on fleek. Das freut mich aber auf jeden Fall. Aber Batterie ist nicht on fleek. Batterie, oh je, immer. Ich war legit gerade bei 70%. Kaum schließe ich das Ding an. Rutschen wir runter. Ich mache gleich mal eine Runde, Freunde. Dann tue ich mal nebenbei die Batterie anstecken an der Powerbank, damit das hier bei uns nicht abkratzt. Wo ist das nette Ding? Da ist es. Au. So. Folgende Rotation. Die hatte ich so auf jeden Fall. Ultimate Gohan mit Mighty Mess. Sie teilen solide links. Was heißt solide? Aber sie teilen sich immerhin, denke ich mal, eigentlich Shocking Speed. Schockenspeed Z-Fighter soll das sein, das checken wir gleich mal ab. Die andere Rotation halten wir Elegorn und Trunks. Heißt, Rotationscharakter haben wir hier an der Stelle Super Saiyan 2 Gohan, Super Saiyan 3 Gotenks und den, Friend oder meinen eigenen Ultimate Gohan. Ich werde den Friend zusammenlassen, also ich werde den Friend in eine Rotation lassen, sage ich mal. Weil der ist auf 100%, Shoutout an demjenigen, der es gehört, sorry, ich habe nicht reingeschaut. hab ihn einfach gewählt, direkt, weil er auf 100 war und dass er es uns auf jeden Fall einfacher machen wird. Genau, ganz normal, Freunde. So, da ist euer Boy wieder. Sache ist die, Elegorn auf Elegorn lege ich Wert. Also der sollte das Ding carryen, der hat bei mir zwei Dupes, Elechunks hat kein Dupe. Elegorn habe ich geskillt auf Level 12 Crit, Level 9 Additional Attack, weil Elegorn macht mit seiner ersten Ulti ebenso mega Colossal Damage. Also wäre es gar nicht mal so verkehrt, wenn wir den ein bisschen mehr Additional Attack geben. Ansonsten wäre ich gekommen auf 15 Crit 6 Additional Attack. Ja, diese Shocking Speed Z-Fighter ist ein bisschen bedürftig, sage ich mal, nur zwei Links jetzt, aber es reicht für das, was sie machen sollen. Nämlich alle sollen ulten und deswegen reicht das zum Glück hier an der Stelle. Mighty Mess bekommt ja auch Z-Fighter hinzu. Mighty Mess versorgt sich selbst mit Ki auf jeden Fall durch die Passive. Und deswegen sollte das alles gut funktionieren, wenn wir auch gleich merken, oh nice, Crit hier auf jeden Fall an der Stelle. Und Edition Ulti, nice. Und dann wird es auf jeden Fall cool zu sehen, mal Ultimate Gohan in Aktion, weil ich denke, bei vielen kam man nicht so gut an oder ja, ein bisschen so, mir kommt so vor, als würde man ihn kaum benutzen, wobei er und seine Kategorie wirklich sehr gut sind. Die Sache bei Ultimate Gohan ist, er hat sehr spezielle Link-Skills. Er hat leider kein Prepare for Battle. Warum die den Ultimate Gohan kein Prepare for Battle geben, weiß ich nicht. Aber er hat es leider nicht. Er hat Shocking Speed und Saint Lineage. Und Shocking Speed hat nicht jeder, sage ich mal. Ah, Moment. Ich wollte eigentlich bei der Konstellation, will ich eigentlich immer Elegorn in die Mitte stellen. Weil Elegorn von Gotenks noch vier Battle bekommen würde. Egal, das sollte auch so passen. Shocking Speed haben nicht so viele Hybrid Saints. Deswegen würde das mit Mighty Mess zum Beispiel passen, weil der hat Shocking Speed und Z-Fighter, sind Key plus Side, 15%. Ich sag mal so, Fierce Battle-Ersatz, aber Mighty Mess hat leider kein Fierce Battle. Elegorn, ihr liest, Freunde. Shoutout an Azni! Shoutout an Azni! Ihr wisst, Elegorn ist Azni an der Stelle. Und hier Shoutout an Azni! Der Elechunks-Pull auf jeden Fall damals. War auch auf jeden Fall echt nett. Aber am Vayne könnte man noch gut spielen mit Ultimate Gohan in einer Rotation im Hybrid-Saint-Team, nämlich Strength Gotenks. Den sollte man echt unterschätzen. Der ist echt solide, wenn man ihn in den ersten Slot stellt, bekommt er noch einen Angriff-Boost, kommt dann auf 100%. Er teilt sich, wenn ich mich recht entsinne, mit Ultimate Gohan Shocking Speed, Saint Lineage und Fierce Battle. Ich bin mir gerade unsicher, ob der Z-Fighter der Strength Gotenks, aber ich meine eigentlich nicht. Vorsichtig ausgedrückt, machen wir das Ganze mal so. Der kommt auf eine Ulti, der dann auch. Nebenbei schaue ich mal gleich nach, nicht, dass ich euch Käse erzähle. Weil der Strength Gotenks ist echt solide, sollte man echt nicht unterschätzen. Und ich sag mal so, der liefert das, was Ultimate Gohan braucht, Ki. Und ein also durch die Linkskills Ki auf jeden Fall. Und ein Linkskill, der einen Angriff Boost gibt.
Das ist so, das reicht, sag ich mal. Ja, okay, das ist wirklich. Hauptsache, die kommen auf ihre Ulti. Der fängt jetzt schon an zu dodgen. Der hat es von Mighty Mess auch gedodged. Natürlich den vom physischen nicht. Hauptsache, die Ulti kommt auf seine Ulti und. Guck mal, Moment. Und, oh ja, durch die Ki natürlich auf die Ulti. Und kriegen einen Angriffboost. So, was ist das? Genau, jetzt habe ich Elder Gorn in die Mitte gestellt, weil er noch Fierce Battle bekommt zusätzlich von Ultimate Gorn, denn. Wie heißt der Dude? Elder Trunks hat kein Fierce Battle. Genau. So, außerhalb davon, lass mal ganz gut nachschauen. Falls ihr euch fragt, der hat's wieder gedodged. Ich habe gehofft, dass die Runde schnell gehen wird gegen Hildegard. Aber wenn der links und rechts dodged, dann ist das leider nicht sie. Ulti kam Gott sei Dank durch. Wenn ihr euch zum Beispiel fragt, wo schaue ich denn nach? Wo schaue ich denn nach? Zum Beispiel, ich will jetzt Gotenks nachschauen. Dann schreibe ich einfach auf Google rein, Dokkan Battle Gotenks zum Beispiel. Und dann kommt direkt Dokkan Battle Wiki. Die erste Seite ist das, klickt in den Link an. Und dann werden euch die Gotenks Charaktere angezeigt. Und dann seid ihr auf jeden Fall gut gedeckt. Okay, hier haben wir leider nicht so viel Key jetzt an der Stelle, macht nichts. Dann seid ihr auf jeden Fall gut gedeckt und findet das, was ihr braucht. Zum Beispiel gehe ich mal rein. Gotenks hier, dann Strength Gotenks. Ihr wisst wahrscheinlich schon, ob er das hat oder nicht, aber ich muss mich gerade vergewissern. Weil ich bin mir sicher, also ich weiß, dass der Shocken Speed und Sane Lineage haben sollte. Richtig, Sane Lineage, Shocken Speed und Fierce Battle. Okay, er hat keinen Z-Fighter, dann habe ich das richtig gewusst. Aber der ist wirklich echt nicht schlecht. Weil wenn ihr den ersten Slot stellt, dann bekommt er hier zum Beispiel. Für alle, die nicht wissen, von wem ich rede, das ist der hier. Das ist ein guter Buddy für Ultimate Gold in dem Retain-Team. Denn er bekommt so immer als Start of Turn 77% auf seinen Angriff. 77%. Und wenn er der erste Angreifer in der Runde ist, also ganz links steht, so wie Elder Trunks jetzt zum Beispiel, dann bekommt er noch zusätzlich 23%. Und dann erhöht er noch durch die Ulti, wenn er Ulti macht, den Angriff der Verbündeten um 20% für eine Runde. Und den kann man echt mit Ultimate Gorn in eine Rotation stellen auf jeden Fall. Das ist echt solide, kann man auf jeden Fall machen. Und genau, kommt dann auf 100% Angriff. Aber gut, wir haben ihn getroffen, konzentrieren uns mal. Wir haben ein bisschen Zeit verloren jetzt bei Hildegard. Wir wollen ja eigentlich auch schnell machen. Aber das ist halt die Sache bei dem Boss Rush 6. Wegen Hildegard. Oh je, der verhindert das. Der lässt das nicht zu. Wenn er links und rechts dodgt, dann kann das ewig gehen. Aber wir haben hier... Wir haben ja einen Dokkan-Mode, leider auf Ultimate Gohan. Hab nicht drauf geachtet, weil Dokkan-Mode geht durch. Was, mit einer Ulti nur 82 Schaden? Krass. Hat wahrscheinlich dann seinen Guard aktiviert, schätze ich mal. Hat eine Medium Chance, Guard zu aktivieren. Alright. Was heißt Guard aktivieren? Guard aktivieren heißt, wenn ihr zum Beispiel Ultimate Gohans Beispiel, dann bekommt er von jedem mindestens neutralen Schaden. Was heißt das? Normalerweise würden wir von... wie heißt der Dude? Hildegard, sehr effektiven Schaden bekommen, aber wenn er seine Guard aktiviert, sein Schutzschild, dann bekommt er neutralen Schaden. Genau. Und andersrum, wenn jemand Guard disabled, wenn zum Beispiel jemand Angriff Ui Goku tut, zum Beispiel des gegnerischen Guard disablen, heißt er ignoriert den Schutzschild des Gegners, er tut ihn annullieren und deswegen macht er in jedem Fall neutralen Schaden. Also gegen physische Charaktere macht er dann neutralen Schaden und nicht sehr effektiven Schaden. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, und leider Gottes, legit. Das ist halt... Lass mich mal wissen. Ich bin jetzt im Boss Rush 6. Das ist jetzt total vom Zufall abhängig. Weil der hier links und rechts dodge. Wir haben keine Items. Das ist einfach vom Zufall abhängig. Und der dodge sehr, sehr oft. Wollt ihr das eher für die zukünftige No-Items-Challenge auf Boss Rush 6 sehen? Ja, wir können aber auch dodgen an der Stelle. Auf Boss Rush 6 sehen oder Boss Rush 5. Boss Rush 5 ist, da kommen wir eigentlich mit vielen Teams easy durch. Es sei denn, man baut scheiße, aber bei dem hier, das kann legit ewig dauern. Es kann kein Ende nehmen hier an der Stelle, ne? Wenn jetzt zum Beispiel Mighty Mess seine Ulti nicht durchkommt, und wir haben keine Eier, wow, Alter, wow. Also lasst mich auf jeden Fall mal wissen, ihr könnt auch wirklich gerne, ehrlich sein auf jeden Fall. Das hat viel vom Zufall abhängig. Also ich hätte kein Problem damit. Es ist dann, sage ich mal, ein netter Faktor, so... Was witzig ist, so ein random Faktor mit rein. Ja, random Faktor. Dankeschön. Dankeschön. Aber ja, es kann sich auch ziehen. Also, lass mich einfach mal wissen. Ist, denke ich, aber auch mal witzig, weil so können eben entweder gute Zeiten rauskommen, wenn er gar nicht dodgt, so sag ich mal, oder schlechte Zeiten, wenn er immer dodgt. Das tut er bei uns gerade links und rechts. Das tut er bei uns gerade... Krass, krass. Mich regt es ja immer auf, guck mal, mich regt es ja immer auf, wenn direkt der allererste dodgt. Weil der hat eigentlich am geringsten die Chance zu dodgen, also der Strength. Und die danach, bei denen wird es höher und die dodgen hier so oder so links und rechts.
Aber wenn der erste schon dodgt, schon am Anfang, denkst du, ja, okay, danke. Also es ist halt sehr vom Zufall abhängig, sag ich mal. Aber gut, was soll man machen? Ja, natürlich kommt die Ulti von Ultimate Guan durch. Natürlich. Und die haben keine Items, das heißt, wir können uns nicht healen, gar nichts. Ist ein bisschen witzig, also ich werde es auf jeden Fall so durchlassen, ja. Ich mache jetzt nicht Cut oder so, ich lasse das Ganze durchlaufen und dann werden wir im Endeffekt nachhinein schlauer. Kann auch sein, dass wir gleich verlieren, weil wir uns nicht healen können und der immer nur Deutsch links und rechts. Ist eigentlich mal witzig, deswegen lasst mich wissen. Ja, euer Feedback ist gefragt worden, wirklich, weil die Sache ist die, euer Feedback leitet uns auch. Also ich spreche jetzt mal einfach mal für die YouTuber, also eigentlich spreche ich für mich, aber ich denke, das ist bei vielen so. Die helfen uns quasi, um unser Content zu erstellen. Also nicht 1:1 zu erstellen, sondern die in eine Richtung zu geben. Ideen zu geben, ist ganz wichtig. Viele Ideen kommen aus den Kommentaren, Freunde. Da will ich euch nichts erzählen. Wenn ihr das sehen wollt, dann das ist einfach ein schönes Feedback für uns. Und wenn man zum Beispiel sagt, wenn das Ganze euch gefällt, hier gebt den Ganzen ein Like, damit ihr ein Feedback bekommt, dann meinen wir das so, Freunde. Wir wollen da nicht eure... Also ich rede jetzt mal über mich und ich weiß nicht, warum es mir in den Sinn kam, aber ich glaube, irgendjemand, den ich mal angeschaut habe letztens, hat das auch angesprochen. Wir wollen da nicht eure Likes rausgeizen oder was weiß ich. Das ist wirklich ein Feedback für uns. Also wirklich ein schönes Feedback. Ist ein solide, sofort direktes Feedback, wenn man zum Beispiel sagt, ich mache das zwar nicht öfter, aber es kann mal vorkommen. Also wundert euch nicht, wenn ich zum Beispiel sage, wenn ihr mehr von dem sehen wollt, zum Beispiel von Summon sehen wollt oder von diesem Format oder so, gebt den Ganzen ein Like. Dann wissen wir, okay, das kam gut an und da kann man auch dann weiter mitmachen. Ja, das ist wirklich direkt ein 1:1 Feedback für uns, ein direktes Feedback, aber auch natürlich Kommentare. Kommentare schreiben, könnt ihr ruhig schreiben, was ihr sehen wollt, was ihr schlecht fandet, gut fandet. Und dann müssen wir da zusammenwachsen, Freunde, weil das ist keine One-Man-Show, ja. Ich kann nicht hier sitzen und sagen und alles drehen, okay, dann habe ich das Ding raus, jetzt guckt sich eh einer an. So läuft das nicht. wir sind schon eins, Freunde, auf jeden Fall. Alright, 1,5 Millionen hier, geht sein Angriff geht durch, aber macht einen Crit, das ist der Friend eigentlich, komm schon. Also wir haben kaum Leben mehr. Bin echt gespannt, weil es kann echt nach hinten losgehen, ne? Wenn er mal hier und da ultet, den falschen ultet, zum Beispiel den, dann bekommt er gut schauen. Ja, danke fürs Dodgen. Und schon sitzen wir dran, 10 Minuten legit an Hildegard verschwendet. Okay, Freunde, ich meine, im Nachhinein werde ich schlauer. Aber deswegen brauche ich auf jeden Fall in der Hinsicht euer Feedback. Boss Rush 6, neue Items Challenge. Ist das ein Ding oder sollen wir es auf eine andere Stage machen, neue Items Challenge? Weil das ist echt ein brutaler Zufallsfaktor. Und wir haben nicht mehr so viel Leben, dank Hildegard. Ich habe auch kein Heal oder so, also... Man braucht bei Hildegard muss halt schon alles stimmen. Entweder du triffst ihn oder triffst ihn nicht. Und wenn du ihn nicht triffst... Danke Hildegard, dann ist halt GG. Aber gut. Wir bringen es auf jeden Fall zu Ende, Freunde. Und dann schauen wir, was abgeht. Da zeigt Gotenks. Gotenks trifft ihn perfekt. Und er ist aber auch sehr tanky, muss ich ehrlich sagen. Seine Energy ist ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte. Jetzt soll ich mal ein bisschen konzentrieren. Vielleicht nicht den AGL-Type ganz nach links stellen. Den Strength-Type, damit er viel Schaden bekommt. Sondern das Ganze nochmal ein bisschen richtig durchziehen. Weil normalerweise drücke ich da gerne durch. Wegen der Zeit. Egal wer wo wie steht. Aber Hildegard. So ein Penner, echt, oder? Hildegard. Skinny Gotenks, komm, trifft er oder nicht? Der trifft 100 pro, nicht. Wow, ich dachte, der trifft 100 pro, weil es die schlechtere Ulti war, sag ich mal, ne? 1,89. Wow, geil zu sehen, 1,89 auf Ultimate Gohan, weil der erhöht ja auch immer, wenn er eine Ulti macht, seinen Angriff. War jetzt natürlich auch wegen Super Saiyan 2 Gohan, wegen seinem Boost. Aber das war geil zu sehen, bin ich ehrlich. Dies war nett. Ja, Freunde, wir haben kaum Leben mehr. Ich glaube, das wird für heute nichts. Mit der No-Items-Challenge. Das ist die No-Hildegard-Challenge, sag ich mal. Oder Survive-Hildegard-Challenge. Muss ich umbenennen. Überlebe Hildegard. Das ist die neueste Challenge, Freunde. Survive-Hildegard. Wenn ihr danach weiterkommt, dann habt ihr das geschafft, sag ich mal. Neue Challenge. Wenn ihr Hildegard schafft ohne Items, dann habt ihr das Ding geschaukelt. Also ja, Freunde, viele schaffen das ohne Items. Viele schaffen auch Boss Rush 6 ohne Items. Darauf will ich nicht hinaus. Aber es ist halt wirklich sehr vom Zufall abhängig, ob wir treffen oder nicht. Und das ist das gerade, wo ich mir ein bisschen Sorgen nicht, aber ein bisschen im Kopf mache. Ob man das vielleicht anders machen sollte, ob ich in Zukunft die No-Items-Challenge auf eine andere Stage machen sollte, auf Boss Rush 5 oder irgendwo anders.
Und jetzt sagt wahrscheinlich der eine oder andere, in Super Battle Road, Super Battle Road, no Items. Super Battle Road, no Items ist sehr, sehr schwer, Freunde. Man schafft es, aber es ist sehr, sehr schwer. Also manche Stages schafft man mit no Items, aber es ist sehr, sehr schwer. Ja, Freunde, wir kriegen gleich einen Luca-Mode. Halleluja, dann treffen wir den Boy. Kriegen wir jetzt, Frage. Und jetzt bin ich gespannt, wer die richtige Antwort findet. Ich weiß ja nicht, kann ich in Zukunft sehen. Kriegen wir den Dokkan-Mode zuvor und treffen ihn, gewinnen oder verlieren wir dann davor? Oh, never mind. Die Frage ergibt sich schon, wir verlieren. Jetzt wird's spannend, Freunde. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. 90.000er Trunks. Jetzt wird's spannend. Alter, wieso sind die Orbs nicht so gedroppt? Aber ich glaube, ich hätte so oder so keinen Dokkan-Mode bekommen. Was? 22 Schaden, hm? Komm schon, Jungs, gibt alles. Aber ich glaube, ganz rechts, unser Super Saiyan Sai Gohan, der bekommt Schaden. Also bei allem Respekt, Chance ist übertrieben tanky geworden. Komm, treff. Es sei denn, Gohan trifft hier. Er hat getroffen. Aber er hat es überlebt. Er hat eine Schnuti. Triff, 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 triff. Nein. Bin mir sicher, wir hätten ihn rausgenommen. Hätte er getroffen. Ja, so viel zu neuen Items Challenge Hybrid Saiyan. Aber Spaß der Seite, Freunde. Zusammengefasst. Brauche ich auf jeden Fall euer Feedback. Die zukünftige neue Items Challenge. Trotzdem in Boss Rush 6 machen, weil, sage ich mal, jetzt ist ein Faktor dabei, wo man nicht im Voraus sagen kann, das schaffe ich easy, weil Boss Rush 5 mit den Teams, die ich habe, die schafft man realistisch gesehen, schafft man, es sei denn, mal passt irgendwas nicht, aber realistisch gesehen schafft man das, ohne Items, aber bei Boss Rush 6 kam jetzt eben der Faktor hinzu mit Hildegard. Wollt ihr das sehen? Weil sagt ihr, das ist witzig und so, okay, wir wollen das sehen. Entweder schafft man es oder schafft man es nicht, ist zwar vom Zufall abhängig, aber ich wäre dabei, warum nicht? Oder sagt ihr, nee, komm, sucht eine andere Stage raus. Deswegen, Freunde, lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. So viel wär's aber von diesem Video heute. Ich hoffe, das Ganze hat euch dennoch gefallen. Dankeschön. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Gebt den ganzen Like, Freunde. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.